Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The B-Movie oder auch genannt Crusaders of the Lost Idols. Warum hat mir eigentlich nicht schon vor anderthalb Jahren jemand gesagt, dass es nicht Crusaders, sondern Crusaders heißt, dass die Betonung auf der zweiten Silbe ist? Nun gut, auf jeden Fall Crusaders. So sei es. Und wir sind mittendrin im April Fools irgendwas Gedöns. Not the bees! Not the bees! Es sind alles Bienen. Es sind alles Bienen. Alles. Die Crusader zum... Crusader. Entschuldigung, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das wird dauern. Die Crusader zum Glück nicht. Aber die Items, die Upgrades, die Buffs, das Weekend-Event, die Mission-Tags, die Daily-Missions, alles. Alles. Alles ist Bienen. Ich find's ein bisschen großartig, abgesehen davon, dass es bei den Missionen echt ein bisschen abnervt, weil man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, welcher Mission Tag welcher ist, was gerade nervig ist, wenn man irgendwie so eine Mission starten möchte und dann irgendwie mal so drauf losgeht. Okay, das könnte passen. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich hätte hier vermutlich auch mehr als 90% Chance rauskriegen können, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Und keine Ahnung, sie hatte... Es sah gut aus. Irgendwie. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, irgendwie alles sehr, sehr seltsam. Ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar, da fällt mir ein. Da hier kein Countdown läuft, könnte ich ja locker mal. Und das ist es, ne? Nee, das. Zum Glück sind die Beschreibungen nicht auch alle bzzz. Von daher geht das noch einigermaßen und man kann zumindest die Skills irgendwie rausfinden. Im Zweifelsfall weiß man ja auch einfach die Tasten. Und ja, wir haben abgesehen vom April Fool's Joke, der natürlich nur am 1.4. so sein wird, das wird sich dann ja morgen wieder relativiert haben, haben wir aber trotzdem beim Weekend-Event The Reverend... The Ravengers League, wollte ich sagen. When one hero won't be enough, the Ravengers assemble. Unfortunately, only the Metal Soldier assembled. Oh well. Ja, und wir haben eben den Weekend-Buff für alle diese Crusader, die ich alle nicht nutze. Alle. Nicht. Und es gibt Unique Chests, die aussehen wie Bienen. Und es gibt die Feuerwehr, die vor meinem Fenster langfährt. Ich muss mich korrigieren, es war ein Krankenwagen. 2 Wochen noch. Dann bin ich aus dieser Bude weg. Ha. Naja, 2,5 Wochen, aber trotzdem. Anyways, wir gucken uns gleich mal die Kiste an. Moment, dazu muss ich nur erstmal mein Mailprogramm öffnen. Ich habe hier nämlich irgendwo noch einen Code rumliegen. Wo habe ich denn hier? Und hier, Weekend Buff. So, abgesehen davon habe ich gleich noch... eine kleine Bitte, beziehungsweise eine Sache, wie ihr mir helfen könnt und eine Sache, wie ich eventuell euch helfen kann. Aber das machen wir gleich. So, erstmal Shop. Nee, nicht Craft Items. Shop, wo ist er denn da? Redeem! Das sind alles Bienen. Das ist so super. Ich feiere das ein bisschen viel zu sehr. Okay, wir machen erstmal die Kiste auf. Und bekommen immerhin Crafting Materials. Das ist okay. Ich habe keine Ahnung, was der Rest sonst ist. Wir machen auch mal diese 5 Bienen auf. Und kriegen immerhin Crafting Materials. Und das ist ein... kritischer Klickschaden. Beziehungsweise kritische Crit-Chance. So... Und das war Duplicate für... Niemand weiß das. Niemand weiß, welches Item das ursprünglich war. Ist aber auch egal. Ein paar Crafting Materials ist schon in Ordnung. Abgesehen davon habe ich gar nicht so wahnsinnig viel neuen Kram gecraftet, was Epic-Kram angeht. Da habe ich nämlich, glaube ich, auch nichts bekommen.
Aber ich habe noch ein paar Rares gecraftet, mit dem Erfolg, dass ich jetzt, glaube ich, nur noch vier Crusader habe, die nicht mindestens komplett rare sind. Nämlich die beiden aus der aktuellen Event-Kampagne. Zwangsläufig. Sneaky fehlt noch ein Rare. Und in der Tat ihr hier. Aber ihr Krönchen habe ich ja vorher schon nie bekommen, von daher mal gucken, was das gibt. Und der Rest ist alles mindestens komplett rare, wenn nicht sogar komplett epic. Das geht ganz gut. Hey, ich habe eine Biene bekommen. Ich schätze, es wird eine Kiste gewesen sein. Ist ein bisschen großartig. Haben Sie da eigentlich im. Was ist denn der Changelog eigentlich? Da müsste hier mit bei sein, oder? Ja, da haben sie natürlich nichts zu geschrieben. Okay. Ja, ansonsten ist auch mit dem normalen Weekend-Event jetzt nicht viel dazugekommen. Minor Textfixes. Stormrider Bonus wouldn't clear properly between resets. Okay. Ja, und irgendwas mit Foresights, Legendary Items. Okay, also alles nicht so spektakulär. 15 Minuten EP-Mission, das ist. Oh Gott. Male Human Healer? Ich glaube. Da aber. Sind die beide gerade. Ne, die sind beide gerade nicht unterwegs, ne? Das heißt, theoretisch müsste ich mit ihm hier und mit Spider Buddy 100% haben. Jawohl. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Auf wie viel EP sind die denn eigentlich inzwischen? Ich weiß gar nicht, wo die rumlungern. Lungert einer davon hier rum? Ich werde es halt niemals rausfinden, weil die auch alle nur bzzz heißen. Ach, fuck. Warte. Einer ist auf jeden Fall hier in dem Slot. Der hat 77. So, und Foresight ist im Slot von Kuri. Das heißt, in dem Slot hier. Der hat 86. Okay, naja, das ist ja zumindest schon mal was. Ist übrigens jetzt der erste Slot, der 5 Crusader hat, ne? Alle anderen haben maximal 4, glaube ich. Weil gerade ein Support-Slot auch unfassbar viele EP braucht, aber. Gott, naja, was soll's. Anyways. Ich hatte ja gesagt, ich habe. Eine Sache, bei der ihr mir helfen könnt und eine Sache, mit der ich euch eventuell helfen kann. Denn Crusaders hat, beziehungsweise Codename Entertainment, hat mir ein fancy kleines Angebot irgendwie zugeschickt. Und eigentlich verhure ich mich für sowas ja nicht. Aber ob des Umzugs kann ich halt vielleicht eine Mark mehr gerade ganz gut gebrauchen. Und zwar gibt es unten in der Videobeschreibung einen Link. Wenn ihr diesen Link klickt, kommt ihr auf die Website von Codename Entertainment, beziehungsweise auf den Crusaders Blog, also auf die Crusaders Unterseite von der Website von Codename Entertainment. Und das ist alles, was ihr tun müsst. Ihr klickt auf diesen Link, kommt auf die Website, danach könnt ihr den Browser sofort wieder schließen. Ihr müsst nichts bestätigen, nichts runterladen, nichts installieren, euch nicht anmelden, ihr müsst gar nichts machen. Ihr klickt einfach nur auf den Link, kommt dadurch auf deren Website und die verfolgen dadurch nach. Hey, wie viele Leute kommen eigentlich von Bench auf unsere Website? Und ich kriege für jeden Klick 40 Cent. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, klickt gerne drauf. Ich kriege dafür 40 Dollar Cent, also es sind dann keine Ahnung, 35 Euro Cent oder so. Keine Ahnung, wenn es am Ende 5 Leute machen und ich 2, 3 Euro für meinen Umzug mehr kriege, kann ich mir immerhin Kreppband kaufen, das ist gut. Also nicht, dass ich das Geld dringend bräuchte, aber hey, das ist halt so eine Sache. Es ist halt ein Scheißklick und man muss nicht mal Cookies akzeptieren. Das ist so, wo ich mir dachte, okay, das ist zumutbar. Das wird aber auch voraussichtlich das Einzige in der Richtung bleiben. Also ich habe nicht vor, sowas regelmäßig zu machen. Schon gar nicht irgendwie mit Sachen anmelden und runterladen oder so. Aber das war halt, es war so easy. Dachte ich mir, ja, okay, wenn Sie mir unbedingt Geld geben möchten, warum nicht? Auf der anderen Seite habe ich für 11 Leute von euch. Codes für Epic Starter Packs. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was da drin ist. Da ist, glaube ich, ein Epic für Gym mit drin. Also im Zweifelsfall Crafting Materials. Da sind, ich glaube, ein ganzer Batzen Jewel Chests mit drin. Irgendwie, ich weiß nicht, wie viele sind das? Sind es fünf? Sind es sieben?
Ich weiß, es sind auf jeden Fall ein paar Jewel-Chests mit bei. Und ich glaube noch irgendein Rare Gear. Ich bin mir. Oder war es nur Rare Gear für Jim und für Sascha? Ich müsste es mal nachgucken. Mache ich mal eben. Finde ich mal raus, was da drin ist. Auf jeden Fall habe ich 11 Codes dafür, die ich rausgeben kann. Die Dinger kosten normalerweise 10 Euro. Beziehungsweise, naja, 9,99 Dollar kosten die normalerweise. Aber davon kann ich ja, quasi Stuff im Wert von über 100 Dollar verschenken, wenn man das so sieht. Also wenn ihr da einen Code haben wollt, schreibt mir entweder eine Mail. Mailadresse findet ihr im About-Bereich. Oder schreibt mir über das krüppelige YouTube-Messaging-System gerne Nachricht. Und die schnellsten 11 bekommen eben deinen Code. So, ich gucke jetzt eben noch mal ganz kurz, was da drin ist. Epic Starter Pack. Ja, das sind übrigens Steam Codes, das sollte ich dazu sagen. Das sind Steam Codes. So. Was ist denn da drin? Da drin ist. Oh, in der Tat, ich nehme alles zurück. Nicht ganz. Es ist auf jeden Fall die super Ausrüstung für Jim. Jim kriegt zwei Rare-Items und kriegt, Moment, das ist der falsche Slot, kriegt zwei Rare-Items und kriegt diese Biene. Also es ist in der Tat der Super Scary Bear Head of Roaring, das ist das Golden Epic, das ist da auch mit drin für Jim und fünf Jewel Chests sind da mit drin. Ja, also sprich zwei Rares, ein Golden Epic. Und 5 Jewel Chests. Kosten normalerweise, oh, in der Tat auf Steam sogar 9,99 €. Also das haben sie 1:1 umgewandelt. Ja. Wie gesagt, wenn ihr einen Code dafür haben wollt, meldet euch einfach. Ist allerdings nur auf Steam einlösbar und setzt eben auch voraus, dass ihr einen Steam-Account habt. Da kann ich leider nichts dran rütteln. Aber da sich im Zweifelsfall ja, Kongregate und Mobile und Steam und überhaupt hier alle verbinden lassen, ist das wahrscheinlich nicht so das Drama. Und wer irgendwas daddelt, hat inzwischen eigentlich eh einen Steam-Account. Von daher. Ja. Ja, so viel dazu. Und dann habe ich noch eine tolle Geschichte aus dem Kino. Oh Gott. Vorgestern war einfach so ein klein bisschen die Hölle, aber auch nur so ein ganz klein bisschen. Ich war in der Tat nicht privater, sondern ich war arbeiten. Und das Stadtnetz hier, also das Stadtstromnetz, hat irgendwie so eine leichte Stromschwankung gehabt. Oder so einen kurzen Stromausfall. Also nicht wirklich lang. Halt vielleicht für eine Sekunde, halbe Sekunde. Also wirklich eher so Stromschwankung. Was aber gereicht hat, dass mir als einzigem Filmvorführer, der zu dem Zeitpunkt im Kino war, sämtliche 8 Projektoren gleichzeitig ausgefallen sind in allen 8 Kinosälen. Und ja, wir haben prinzipiell eine Notfallstromversorgung, aber eben nicht für die Projektoren, sondern nur für den Hauptserver. Den hat das auch überhaupt nicht interessiert. Es sind halt alle 8 Projektoren ausgegangen. Wovon in 7 Sälen natürlich gerade ein Film lief. Es war halt so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Halt quer durchs Haus sprinten. Halt alles wieder hochfahren, alles wieder halbwegs vernünftig starten. Gucken, wo standen die Filme vorher, ein Stück zurückspulen. Die Filme ab dem Zeitpunkt wieder starten, damit die Leute, die natürlich noch im Saal saßen und gewartet haben, dann ne, nicht jetzt irgendwie was vom Film verpasst haben. Weil lustigerweise die Server, die an den Projektoren hängen, die hat das auch überhaupt nicht gestört. Die haben ganz normal weitergespielt. Nur dann eben ohne Bild. Also Ton gab es noch, nur der Projektor ist halt ausgefallen und es gab dann halt kein Bild mehr. Das heißt, ich musste dann auch immer noch wieder zurückspulen, gucken, wo war das, okay, dann wieder starten und weiter zum nächsten Saal. Beziehungsweise hier querrennen, da querrennen und es war halt 45 Minuten so richtig, richtig, richtig Alarm. Ich war halt total am Arsch. Ich halt quasi 45 Minuten nur durch die Gegend geatzt bin. Und
Dann lief alles irgendwie halbwegs wieder. Und dann kam der zweite Stromausfall und die ganze Scheiße ging von vorne los. Und ich hing nur so, nein, warum? Und alles nochmal und alles nochmal von vorne. Es war echt so unnötig. Es war so richtig unnötig. Das brauche ich so schnell noch nicht wieder. Also dafür, dass es eigentlich eine riesen Scheißaktion war, lief es alles erstaunlich gut. Wir haben, ja, letztendlich, also klar, ein paar Leute haben gesagt, okay, nee, tut mir leid, da haben wir jetzt halt keinen Bock drauf, wir hätten gerne unser Geld wieder, was ich vollkommen verstehen kann, auch wenn es nicht unser Verschulden war, weil es halt wirklich nicht nur Stromausfall im Kino, sondern wirklich im kompletten Stadtgebiet war. Ja, kann ich halt vollkommen verstehen, dass man da sagt, ja, tut mir leid, ich hätte meinen Film gern schon vernünftig gesehen und die haben wir natürlich auch ausbezahlt, keine Frage. Aber das war schon so eine Nummer so, hey, brauche ich so schnell nicht wieder, definitiv nicht. Habe ich auch in, seit wann arbeite ich in dem Kino? Seit knapp 6 Jahren jetzt, vorher noch nicht einmal mitbekommen. Also, brauche ich auch wirklich so schnell nicht wieder. Ich hätte danach echt gerne geduscht, aber ich hatte keine anderen Klamotten dabei. Warum auch? Rechnet ja keiner mit. Und das Schöne war auch einfach, dass wir quasi, während ich noch im Wiedereinrichten nach dem zweiten Stromausfall war, wir letztendlich eine Live-Übertragung hatten aus dem Royal Opera House in London, die ich halt auch noch irgendwie einrichten musste, was ich eigentlich völlig entspannt vorher hätte machen können, wenn halt nicht zweimal der Strom ausgefallen wäre. So, dann war das halt auch noch super hektisch, da halt, quasi so 10 Minuten bevor es losging, dann irgendwie Bild auf der Leinwand gehabt und Ton und alles da und lief alles schön, das war auch gerade noch okay. Und dieser ganze Tag war so, nee, ich muss hier raus. Dringendst. Das war echt nicht schön. Nicht schön. Ich hoffe, ich muss heute auch noch arbeiten. Allerdings erst heute Abend. Ich hoffe, heute Abend wird entspannter. Ich bin auch echt froh, dass das so offen irgendwie Donnerstag frühabend passiert ist. Also es war so irgendwie, ja, so zwischen 18:30 und 20 Uhr war so der Hauptkram. Beziehungsweise die erste Stromschwankung war so kurz vor 18:30, glaube ich. Ist ja aber auch egal. Hauptsache ist es halt nicht auf den Samstagabend passiert, weil auf den Samstagabend wäre es halt deutlich, deutlich voller gewesen. Und das hätte deutlich mehr Alarm gegeben. Von daher, so war das alles noch recht entspannt. Also, so entspannt, wie so eine Situation sein kann. Ich habe dann sehr unfreiwillig 1,5 Stunden Sport gemacht, was mir aber auch nicht unbedingt schlecht tat. Von daher, was soll's. Und letztendlich ist man halt auch genau für so einen Scheiß da. Also, natürlich sind das Sachen, auf die man verzichten kann, aber genau für so eine Fälle ist man als Vorführer eben auch da, von daher. Nun ja. Das war nicht feierlich. So, geht hier eigentlich noch was? Wir könnten Stats nochmal machen, fällt mir gerade so ein. Stats haben wir diese Folge noch gar nicht gemacht. Ich werde auf jeden Fall mal Stats rausschmeißen. Nämlich definitiv, ganz ehrlich, Silver Chest, Jewel Chests und Epic Loot juckt doch inzwischen keinen mehr, weil der Silver Chest Stat stimmt vorne und hinten nicht mehr, der hier angezeigt wird. Der Epic Loot, wobei der könnte mit, nee, 309 ist halt massiv zu viel. Epic Loot stimmt halt vorne und hinten nicht. Und ob ich dann die Anzahl der geöffneten Jewel Chests damit beistehen habe oder nicht, ist dann halt ohne den Rest auch irgendwie egal. Also nehme ich das alles auf jeden Fall mal raus. Ich weiß gar nicht, ob ich mehr Full Epic Crusaders habe. Und hier habe ich noch ein Legendary gecraftet. Ich überlege gerade, ich habe hier ihr zweites Legendary gecraftet. Einfach weil es ging. Weil es günstig war. Ich weiß noch nicht, ob ich das damit drin hatte, aber können wir ja mal eben durchzählen. Das sind 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, das sind alle. Weil eigentlich müsste ich alle Crusaders, die Legendaries haben, auch im Hauptslot haben. Also gerade aktiv haben, wollte ich sagen. Ja, das sollte eigentlich passen. Also das passt. Full Epic Crusaders ist, meine ich, auch keiner dazugekommen. Nur Full Rare Crusaders sind welche dazugekommen. Aber dann passt das soweit eigentlich. Dann kann das ja hier eigentlich sogar auch ein Stück nach unten. Resets sind wahrscheinlich nicht mehr ganz aktuell, ne? Nee. Resets sind wir bei ungefähr 10 mehr. Und Idols sind wir bei ungefähr 20.000 mehr. Was aber hauptsächlich an Missionen lag, tatsächlich. Was sind auch mehr als 10 Resets? Das sind wahrscheinlich eher so, keine Ahnung, 13, 14 Resets. New Mission Available, okay, was... Welche Biene darf es denn sein? Achso, naja gut, da die beide... Ah, die sind 30 Sekunden noch darauf, dann kann ich die danach beide auf eine eigene schicken, das ist ganz okay. Theoretisch, wenn ich jemals die Mission Tags rauskriege, oh Gott. Bin ich froh, dass das morgen wieder vorbei ist. Ja, und ansonsten... ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel passiert. Glaube nicht. Nicht so richtig. Warte jetzt eben nochmal die Mission ab. Go, go, go. Jawohl. So, Completa. Und dann... das müsste Boys Night Out sein. Da kann ich einfach mal ihn mitschicken. Ne, Moment, das ist total dämlich. Da schicke ich dich mit. Und Spider Buddy hier. Oh Gott, 4 Stunden 26 ist... Was ist denn das? Also ich weiß, welche das ist. Ich überlege nur gerade, welche Text die hat, außer Healing. Mal gucken, ob das geht. Also ich kann ihn hier für Healing reinpacken, aber dann brauche ich, glaube ich, Human und Animal, ne? Und da es das gleichzeitig nicht gibt, kann ich das da total vergessen. Okay. Dann... gehst du auf eine lange Reise, mein Freund? Ich bin mir unsicher. Das ist Magic irgendwas. Da liefert er zumindest 2 Tags zu. Das scheint ganz okay zu sein. Dann du noch 2 Tags und... pff, keine Ahnung, geht der Bad Building ja noch mit. Okay, das funktioniert. Okay. So, hier gibt's noch Rubies. Eigentlich möchte ich Brood nicht wegschicken. Weil Brood ist Full Epic. Es sind so viele Full Epic inzwischen. Es ist so, oh Gott, den will ich eigentlich nicht auf so eine Krüppelmission schicken. Den möchte ich da nicht hinschicken. Die kann total weg. Du kannst weg. Was ist denn das noch? Einfach nur ein Mail-Tag, der hier fehlt, ne? Würde ich sagen. Weil die haben sonst nicht viel gemeinsam. Ja, das ist einfach nur ein Mail-Tag, okay. Ja, Robo-Rabbit kann da auch locker mit und dann halt irgendwer, du meinetwegen, so. Es ist echt nochmal so eine kleine Herausforderung hier, eine kleine, aber ich habe so gelacht, als ich es gesehen habe. Ich finde sowas tatsächlich als April Fool's Joke ganz okay, also es gibt deutlich nervigere Sachen. Und es ist halt so, es ist halt einfach nicht so ein schlechter, offensichtlicher Witz, wo du halt weißt, ja, ihr verarscht mich einfach nur, sondern es ist halt so, oh mein Gott, sie ziehen das jetzt wirklich einen Tag lang durch, das finde ich ganz okay. Von daher, ich finde, das ist jetzt nicht der Knüller, ist aber besser als, keine Ahnung, ich habe noch gar nicht weiter rumgeguckt. Garantiert hat Tagesschau und sämtliche Newsseiten werden wieder irgendeine offensichtliche Fake News haben. Wobei, das muss man heute auch mit Vorsicht genießen. Oh, ein bisschen Besserung für Leiharbeiter. Das klingt nach einem April-Scherz. Ja, ich schätze, dass
wird das hier sein, oder? Brisante Machbarkeitsstudie aufgedeckt. Bezahlen für Wahlen. Ja, auf jeden Fall. Nämlich werden die TV-Rechte der Bundestagswahl vermarktet. Okay, das ist auf jeden Fall die April-Scherz-News. Definitiv. Definitiv. Ja, hundertprozentig. Okay, so viel dazu. Wird halt einfach nicht passieren. Nein, aber ich finde es halt, das ist so bei den ganzen News-Seiten ist das dann immer so was recht Offensichtliches. Und dann denkt man sich so, ja, okay. Ja, okay. Haut mich irgendwie nicht mehr um, muss ich ganz ehrlich sein. Da finde ich sowas irgendwie schon netter. Halt wirklich die Spieler mal so eine Runde abnerven. Finde ich ganz gut. So, was ich jetzt auch ganz gut finde, dass ich jetzt mal meinen Kram zusammenpacke und noch Sachen auf Reihe kriege. Ich muss auf jeden Fall noch streichen, bevor ich, also in der alten Wohnung, muss ich auf jeden Fall noch einen Raum definitiv streichen, bevor ich anfange zu arbeiten. Ich muss einkaufen, muss ultra viel Scheiß erledigen, von daher mache ich jetzt mal Feierabend hier in der Folge. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Wie gesagt, wenn ihr einen Code für ein Epic Starter Pack haben wollt, meldet euch entweder per Mail oder per YouTube Messaging. Ich werde eventuell erst nachts antworten können, weil ich, wie gesagt, abends arbeiten bin und die Folge halt jetzt nicht sofort online geht, sondern auch erst gegen Abend. Von daher kann es eventuell ja irgendwie Sonntag sehr, sehr früh oder Sonntagvormittag werden, bis ich antworte. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach stumpf auf den Link klickt, wenn ihr mögt. Ansonsten, angenehmen Tag noch, schönes Wochenende, lasst euch am 1. April nicht zu sehr abnerven und macht's gut, haut rein und tschüss.